Ja, ich habe tatsächlich einen Fehler gemacht, und zwar bei der Groundplane 430 Megahertz Antenne. Die empfängt jetzt nämlich, nachdem ich sie gekürzt habe, viel besser. Da hatte ich, hier sieht man diese Teile, die ich da angefertigt hatte, und die müssten eigentlich alle fünf gleich lang sein, nämlich laut dieser Bauanleitung hier 173 Millimeter. Nun will ich dem ja auch nicht Unrecht tun, und er schreibt nämlich auch fünf gleiche Stücke. Das habe ich wohl irgendwie überlesen. Ich habe die ganze Zeit nach sowas gesucht, nach einer Zeichnung irgendwie, und hier sind halt noch ein paar Bilder. Aber ja, wer rechnet denn schon mit Text? Ja, naja, also die müssen alle fünf gleich lang sein. Und ich habe das dann mit dem, das habe ich mir neulich mal gekauft, so ein Akkufräser mit 30 Watt allerdings. Es gibt unterschiedliche. Der hat drei Geschwindigkeiten. Bis über 20.000 ist die letzte, und damit habe ich das oben auf dem Dach abgefräst. Also ich habe die Antenne gar nicht abgebaut, sondern habe mich da so rausgelehnt aus der Luke und das dann da so abgefräst. Das ging ganz gut. Ja, und jetzt haben wir nämlich auch vernünftige Reichweiten. Also ich sehe das hier immer, wenn ich die Essener Wettersonde zum Beispiel eingestellt habe oder die aus Stuttgart. Da ist ja jetzt ist der Empfang hier wieder schwächer. Das liegt aber irgendwie an atmosphärischen Bedingungen, glaube ich. Hier ist noch eine Stuttgarter. Das ist die, die geht eigentlich immer. Das ist die aus Idar-Oberstein, weil die ist nicht sehr weit weg von mir. Also in diesem Fall nur 45 Kilometer. Irgendwo bei Mannheim fliegt die rum. Und ja, es liegt auch an der Höhe hier, nicht? Also jetzt haben wir 16.800 Meter. Dann wird es langsam besser. Wie gesagt, hängt auch mit dem Wetter zusammen. Das ist die Stuttgarter. Die kommt eigentlich genauso gut wie die aus Essen. Gucken wir mal bei der Essener. Ja, jedenfalls, ah ja, hier, da sieht man es, hier ist Essen. Und da ist die Sonde, 151 Kilometer. Also abschließend kann ich noch nicht genau sagen, wie im Vergleich jetzt zu der Dipolantenne, aber es scheint ungefähr zumindest gleich zu sein. Weil vorher, als die zu lang war, da hatte ich wirklich schlechten Empfang, nicht? Da stimmte das nicht. Ich habe hier auch noch mal Sondmonitor eingeblendet. Sondmonitor kann halt nicht nur RS-41 Sonden empfangen, sondern auch noch viele andere. Und die haben hier dieses nette Kompassfenster hier, und da kann man dann auch sehen hier Horizontal Range, also die horizontale sozusagen, also Luftlinie, so von oben gesehen ist das, und Slant Range ist das Schräge, weil die Sonde ist ja, hat ja auch eine gewisse Höhe, ne? Und dadurch ergibt sich eine gewisse Schräge, wenn man jetzt vom Boden aus gehend nach oben schaut, hat man ja noch eine größere Entfernung. Ja, das ist hier, ne, 170, das ist identisch. Und das ist jetzt die Sonde aus, hier ist ja Stuttgart, aus Stuttgart, 170 Kilometer Entfernung. Ja, das ist ganz ordentlich. Das ist jetzt die Sonde aus Essen. Ja, hier ist Essen.
Bochum, Dortmund und so weiter, hier das ganze Ruhrgebiet, und da ist die Sonde und da haben wir jetzt 148 Kilometer. Ja, das ist so eine mittlere Entfernung. Ja, dann haben wir hier noch die zu mir am wenigsten entfernte, das ist die aus Idar-Oberstein. Und da haben wir jetzt ja nur noch 43 Kilometer Entfernung, beziehungsweise 39. Hier auch gleich. Ja, also die Groundplane-Antenne, die scheint dann doch ganz gut zu empfangen. Jedenfalls viel besser als ich ursprünglich annahm. Hier kann man sie noch mal sehen. Also, oder ich mache mal hier auf Vollbild. Also diese vier sogenannten Radials und dieser mittlere Stab, die müssen also alle fünf gleich lang sein. Ne? Und das ist immer Lambda Viertel. Das heißt also, wenn ich eine Frequenz habe, sagen wir von, wo ist mein Taschenrechner hier? Ja, ganz einfach auszurechnen. Also, wenn ich jetzt hier eine Frequenz habe von 400 Megahertz, das wäre jetzt die ganz genaue Berechnung für die Wettersonden, weil die sind ja so zwischen 400 und oder 402 bis 405 so ungefähr. Nehmen wir mal an, Mittelwert 403, ne? Dann müsste ich teilen 300 geteilt durch 403, also die Frequenz in Megahertz gleich. Und das ist dann die Länge in, das ist die Wellenlänge in Meter, also 0,7444. Und jetzt müsste ich das durch 4 teilen, dann weiß ich, wie lang jeder dieser Stäbe sein muss. Also geteilt durch 4 sind 0,186, also 18,6 Zentimeter. So kann man das halt ausrechnen. Ja, scheint also doch ganz gut zu funktionieren, die Groundplane-Antenne. Falls ihr sie nachbauen wollt, ist wirklich einfach. Ich verlinke euch gerne nochmal das Video im Abspann zu dieser Bauanleitung. Und ja, der Fehler war ja jetzt nun leicht zu beheben hier mit meinem neuen Werkzeug. War auch gar nicht teuer. Irgendwie so 25 Euro. Mit Bohrern dabei sogar. Weil, ach so, ja, das möchte ich euch noch als Tipp sagen. Und zwar, wenn ihr, es gibt zwei Varianten bei dem Ding, falls ihr da auch sowas auch braucht. Und zwar, das eine Gerät hat Spannzangen, also eine Spannzange, um genau zu sein. Und dieses hier hat aber ein Bohrfutter. Das Bohrfutter ist natürlich praktisch, weil da kann ich bis zu 3, also von 0,5 bis 3 mm oder 3,2 mm kann ich da Werkzeug einspannen halt, ne? Wenn ich eine feste Spannzange habe, dann kann ich halt nur einen Durchmesser einspannen. Nö, das ist ganz praktisch. Es hat halt auch 30 Watt. Es gibt mehrere Varianten von diesen Geräten. Da muss man genau aufpassen. Dies hier ist das stärkste mit 30 Watt. Und das kann man mit USB aufladen. Da hinten ist so ein Anschluss. Und da gibt es auch ein Kabel dabei und so. Und ja, das ist ganz praktisch, das Ding. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Jetzt ist ja auch wieder Bastelzeit. Es wird kühler, es regnet viel. Und alles klar, macht's gut, bleibt schön gesund.
und bis dann.